Wir befinden uns gerade bei GMC3. Lorenzo Navarro neben mir, erfolgreich gewesen gegen Nico Loma und Karl Stahl. Wie war der Kampf für dich, also die Erfahrung im Cage? Es ging ja recht schnell zu Ende. Ja, ich habe mir das so vorgenommen, erste Runde, aber es ist halt immer beim Umsetzen, ob es klappt oder nicht, sieht man ja dann erst, wenn man im Cage ist, so, aber es ist gut gelaufen. Wie war denn dein Gameplan? Mein Gameplan, schwer zu sagen. Oder wolltest du jetzt gucken, wie er auf dich zukommt? Ja, gewinnen halt so, aber ja, ist halt immer schwierig. So, keine Ahnung, er hat viel mehr Kampferfahrung gehabt so und für mich war das schwer einzuschätzen, aber ja, im Endeffekt hat es geklappt. Hat dich das vielleicht vor dem Kampf irgendwie beeindruckt oder hast dir Gedanken, Sorgen gemacht wegen der Bilanz oder war das für dich völlig irrelevant? Irrelevant würde ich jetzt nicht sagen so, aber ja, man befasst sich ja damit, aber es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie so eine Stimmungsschwankung gibt. Am Anfang des Fights seid ihr ja in Clinch gekommen, kurz hin und her am Cage. War das eine Situation, die du allgemein trainierst oder fühltest du dich da eher unwohl und wolltest auf den Boden? Nö, es war eigentlich nicht so unwohl, das trainieren wir öfter so. Weil da passierte nicht so viel bis zum bestimmten Augenblick. Da wollte Nico shooten und dann hast du ihn quasi abgefangen mit einer Guillotine. Ist das was ihr speziell trainiert bei euch? Ja, speziell nicht, aber wir haben jetzt so das ein bisschen angeguckt. Ja, wie er halt kämpft und was wir einbauen können ins Training. So. Es war halt kurzfristig. Wir hatten vor einer Woche angefangen. Weil ich bin ja eingesprungen, ich war ja nicht fest von Anfang an. Genau. Wie hast du dich dann allgemein mit den Enomoto-Brüdern und so weiter in der Schweiz vorbereitet, wenn das eben so kurzfristig war? Gab es Schwierigkeiten oder war es für dich quasi wie in einer der anderen Kämpfe, so nenne ich es mal? Nö, ich denke, das war schon so, ja, ich sag mal normal so. Es war einfach mehr Training, hartes Training, gutes Training mit guten Leuten und ja. Hat sich ausgezahlt. Lass uns kurz nochmal auf das Ende des Kampfes eingehen. Wie gesagt, Guillotine, er ist in dich reingeschootet, ringermäßig, hat den Kopf seitlich raushängen lassen, du hast zugemacht. Wusstest du da sofort, dass der richtig tief saß oder hast du quasi nochmal nachgehieft? Oder nachjustiert? Ja, ich habe einfach den Arm ganz durchgezogen. Das ist was uns gut eingetrichtert wird, so, dass wir ganz zumachen, bevor wir abschließen. So. Ja, es hat geklappt. Ja, schöne Technik. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Lass uns kurz in die Zukunft schauen. Wie geht's für dich weiter? Ist schon irgendwas geplant? Nein, bis jetzt noch nicht. Keine Ahnung. Hast du denn speziell irgendwelche Wünsche? Willst du in der Schweiz kämpfen? Willst du wieder in Deutschland kämpfen? Oder wieder mal gucken, was kommt? Ja, mal gucken, was kommt. So. Ist mir eigentlich egal. Hervorragend. Ich bedanke mich. Zu guter Letzt, wenn du noch was loswerden möchtest, wenn du Sponsoren, Freunde, Trainer, was auch immer hast, du dich bedanken möchtest, bitteschön. Ja, auf jeden Fall bei den Enomoto-Brüdern, Yasube und Felipe. Halt alle, die bei uns trainieren, so. Meiner Familie und all meinen Freunden, ja. Vielen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch. Danke.